So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend ist auch die zweite und letzte Raid-Stunde bzw. Raid-Mania bei uns auf dem Kanal. Ihr ladet mich ein, wenn ihr unterwegs seid mit euren Freunden, wenn ihr Raids macht in der Raid-Stunde, könnt ihr mich einladen. Ich werde mal den, der gerade da ist, annehmen und mitmachen. Und ihr könnt Raid-Mania-Punkte verdienen, das allerletzte Mal für diesen Monat. Dann wird der nächste Raid-Mania-Sieger für den Monat Juni gekürt und im Juli fing das Ganze wieder von vorne an. Ich bin also gespannt. Vielleicht ist ja noch ein Shiny dabei heute Abend oder ein 100er sogar oder noch ein paar XL-Bonbons. Und nächste Woche Montag können wir dann vielleicht endlich mal Mewtwo's maxen. Aber nicht nur irgendwelche, sondern ein ganz besonderes. Das seht ihr aber dann am Montag. Jetzt labern wir nicht weiter. Wenn ihr also heute Abend unterwegs seid, Mewtwo Raids macht, denkt an mich. Wenn ihr mit mir befreundet seid, ladet mich ein. Und heute Abend gibt es natürlich wieder Abschluss-Raids und morgen nochmal Raids für Zuschauer zum Abschluss. Ab 18 Uhr nochmal Raids für Zuschauer zum Abschluss, bevor dann am Freitag Arktos in die Raids kommt. Gestern ist der Kalender veröffentlicht worden. Wir wissen ja jetzt, am Freitag ab 10 Uhr geht es dann mit Arktos weiter. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Kabi Samra, ist nämlich Glücksfreund mit mir geworden. Haben auch direkt getauscht, ich weiß gar nicht mehr was. Jewel hat aus dem zweiten Raid 100% bekommen. Das war, glaube ich, auch letzte Woche Mittwoch bei Raider Mittwoch, bei der Raid Mania. Die lädt ja auch immer fleißig ein, aus dem zweiten Raid 100% Mewtwo bekommen, auch ein bisschen hochgezogen hier. Julchen hat mir das C-Day-Ticket für Kapuno gesponsert gehabt. Ich hatte ja einen Post gemacht, habe mich bedankt, denn beim allerersten Mal war das ja der Henry. Der Henry hat mir das allererste C-Day-Ticket, was man verschenken konnte, gesponsert und geschenkt. Danke dafür nochmal. Ich hat gesagt, beim nächsten Mal könnt ihr das ja auch so machen. Wenn ich weiß, wer das ist, packe ich das immer bei Raider Mittwoch mit rein. Diesmal gab es einen Anzeigefehler. Man konnte nicht sehen, wer das geschickt hat. Aber Julchen hat sich gemeldet, hat es dann selbst nochmal ausgefüllt und uns gezeigt. Das zweite Ticket für Kapuno diesmal kam von Julchen Fähchen. Ja? Wenn ihr auch ein Ticket geschenkt bekommen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr eins verschenkt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr auch mal mir eins schenken wollt, dann wartet auf den Datiri, nee, auf den, was ist, Staralili Sea Day, genau, auf den Staralili Sea Day. Vielleicht habt ihr die Chance, mir auch 1 Euro zuzuwerfen. Warum nicht? Kaufe ich mir auch selber, ihr müsst es nicht machen. Aber ist doch irgendwie eine nette Geste, die man immer hier noch mit reinpacken kann. Lennart, Shiny, zweimal nacheinander, cool. Dennis Bass, 100% Melmetall auf Level 50 gezogen. Elias bedankt sich für seinen Shiny Groudon, etwas spät, aber trotzdem Dankeschön nimmt man immer wieder mit. Master Gossi, das freut mich. Und ein Shiny habe ich auch bekommen aus der Box, auch hier 100% Meltan. Das Event läuft immer noch, ihr könnt immer noch Shiny Meltan bekommen und selbst wenn das Event vorbei ist, nutzt eure Meltan-Box alle paar Tage, wenn ihr die öffnen könnt. Gönnt euch XL-Bonbons von Meltan, pusht mal eins auf 50 dann am Ende und wartet vielleicht, ob ihr einen 100er bekommt. Irgendwann wird es sicherlich kommen. Jojo, nett, nett, Shiny Iso hier gebrütet, Shiny Relaxo gegönnt, 100% Iso gebrütet. Den habe ich, glaube ich, auch nicht, der würde mir auch, glaube ich, noch fehlen. Skandalpara. Sieht ein wildes Dragoran, will das wilde Dragoran fangen, 2800 WP und es ist ein 100% aus Ravensburg, 22.06. Das ist brutal. Hast du da mit einer Map gespielt und wusstest schon, dass da ein 100er sitzt? Bist gezielt dahin oder war das Zufall? Mackie, noch ein Banger für den Raider Mittwoch. Das wollte ich eigentlich erst Schocker der Woche werden lassen. Weil das ist ein Shiny Pandir aus einer Quest als 100%. Shiny Pandir habe ich, okay, ich habe kein 100%iges Pandir. So viel Glück hatte ich noch nicht und das ist einfach ein 100% Shiny Pandir und noch als Best Buddy. Finde ich auf jeden Fall mega cool, habe ich noch nie gesehen sowas, dass irgendjemand sowas hat. Grüße gehen raus natürlich. Fette Sache, Biala vom Main zeigt uns hier blau und gelb, warum auch immer, 100% Mewtwo, Nummer 1, 19.07., Nummer 2, 22.07. und das Ganze aus dem Grund, Nummer 3, jetzt dazugekommen, 16.06., also 300% Mewtwo bei gerade mal 265 Raids.
Ich bin bei 1155 mittlerweile. Ich habe keine 300%igen Mewtwo, ja? Skyfall, danke Tobi hier. 100% Shiny Glück Sekrom. Ist das Shiny? Ist normal, oder? 100% Glück Sekrom, ohne Shiny wahrscheinlich. Aber richtig guter Elektroangreifer, nimmt man gerne mit. Dennis Bass zeigt uns seinen 100% Shiny Glücks, ohne Glücks, Trigefalo 100%, 50 meine ich, 4098, also ein Schundo, Trigefalo auf 50, Black Scarwolf aus der ersten Aufgabe, Capuno mit 455, das war der Wert, wenn ihr aus der Feldforschung bekommen habt, hat hier 11.10 Uhr seine Forschung abgeschlossen, das erste Kapitel, und hat direkt einen 100er aus der Forschung bekommen, sehr cool, dann habe ich gezeigt. Nach dem Capuno C-Day war bei mir Dragoran C-Day, weil das saßen einfach drei Stück. Wer genau hinguckt, wird aber sehen, das eine ist mein Buddy. Also eigentlich saßen dann nur zwei, ich habe ein drittes einfach noch dazu gedichtet. Oh yes, danke Ramon. Blue Grizzly aus den Raids, bei Raids für Zuschauer, hat er wohl hier auch ein 100% Mewtwo bekommen. Lennart, willkommen in Pokémon Go. Und ich, wenn ich wieder im Chat durchdrehe. Dieses Bild passt so gut zu Lennart, das fand ich so genial. Lennart hat auch Sternenstunden, so wie diese. Das ist Lennart, so kennt man ihn, ne? Dann bin ich mit Mäusekind Glücksfreund geworden. Der Klotzi hat ein Bild genommen vom Alba, hat sein Gesicht weg und hat meins einfach drauf, weil der halt aus Smileys besteht. Bin faul, Ramses besser auszuschneiden, sieht aber original aus, das ist toll. Das müsste ich als neues Profilbild nehmen, ist auf jeden Fall original. Joel hier nochmal mit einem 100% Meltan. Dann der NetGhost, ich habe letztens hier dieses große Unboxing gemacht. Das mit der Stefan Landei seine Filmsammlung geschickt hat und da war am Ende eine Matrix-Box drin mit allen Matrix-Filmen und einer Figur mit einem, so richtig so eine Büste heißt das, glaube ich. Und der NetGhost fand das so stark, der hat schon in der Premiere die ganze Zeit davon geredet, nach der Premiere in den Kommentaren, und weil der NetGhost auch so viel für den Kanal immer macht und auch so gut einen unterstützt und macht und tut und sponsort und Fanpaket und alles, habe ich gedacht, ich mache ihm eine Freude und habe ihm die komplette Matrix-Box einfach geschenkt. Stefan Landei hat dann gesagt, ich soll gucken, was ich damit mache. Und ich habe einfach diese Matrix-Box jetzt rausgeschickt an den NetGhost vom Bombenschnüffler für gut befunden. Hat er dann auch aufgemacht hier, ausgepackt und hat jetzt hoffentlich seine Freude damit, ne? Ramses nehmen und geben, ne? Erstmal kriegst du und dann gibst du alles wieder raus, so. Chenaya hier auch, Shiny Chanera, Shiny Bidiza, Shiny Radfratz, Shiny Sandan, gebrütet, noch ein 100% Mewtwo, die hatte letztens das Shundo gehabt und ist komplett ausgerastet. Hier noch ein 100er. Lost Lift, wenn ich ein 100er Mewtwo bekomme, push ich das hier auf Level 50, füge eine Ladeattacke hinzu und verschicke es direkt als Opfergabe. Ich mag dieses Ding nicht. Müsstest du es nicht aber vorher pushen, Attacke hinzu und dann verschicken, weil erst kommt die Opfergabe, bevor dein Gott erscheint und sagt, du bist meiner würdig. Push das mal, mach mal ein Video, verschick's mal und dann kriegst du bestimmt auch das 100er, ne? Lost Lift, insgesamt habe ich jetzt 13, was soll ich damit? Ganz klar, 5 Stück an die Community verlost. Ich kann dir dabei helfen, wenn du welche loswerden möchtest. Ice Scorpions hier mit dem Shiny Chanera, die beste C-Day-Ausbeute, Alexander Ahringer, 100% Shiny Capuno, in der Wildnis wohl gefangen, am Capuno Side gezogen, Bidiza zieht, Selal, jetzt kommen die ganzen Selal-Bilder, haltet euch fest, 100er Stolunior, ich, wenn jemand in der Nachbarschaft ein Bier aufmacht. Dieses Bild ist so friedlich und so gemütlich. Wenn dein Auto 5 Minuten in der Sonne stand, brauchst du gleich Backofen, Handschuhe, damit du den nicht verbrennst. Dann hier Shiny Krypto, Obi, Shiny Panimos. Alle anderen so 100% oder Shundo und er halt so 10, 10, 10, ne? Obwohl, das ist nicht mal 10, 10, 10, das ist 11, 11, 10. Das ist ja wirklich gar nichts, das kennt man. Die deutschen Avengers werden ja auch aufgezeigt, bestehen aus lauter Ketchupflaschen. Dann Shiny Natu, Shiny Lunastein, Shiny Kamau, erlöstes 100er Hippopotas, Shiny Mewtwo, erlöstes 100er Obi. Dann ohne Brille, mit Brille, wir kennen diesen Gag, das ist auch ein Meme, was immer wieder gibt, jetzt hier auch auf die Starter umgemünzt und dann sieht man, ach nee, warte, sind gar keine Starter, ist wieder was anderes. Dir kann ein 100% Lecce nicht flüchten, wenn du erst gar keins bekommst. Die Weisheit des Tages von Cook Eddie Murphy, ist er nicht, aber egal. Und
Siehst du schon ein gutes Pokémon? Wie oft noch? Ich habe kein Datenvolumen mehr. Was? Das Meme kommt auch immer wieder, genauso wie das Meme auch immer wieder kommt hier. Da sitzt einfach eine Weiterentwicklung und dann mit 24 WP denkst du dir auch, was ein Mist. Aber egal, Zellal. 100% Capuno, 100% Capuno, 100% Glücks Capuno, 100% Capuno. Hatten wir schon 100% Capuno? Wo ist das Schundo? Kein Star? Oh, das hat Pech gehabt, hä? Dann hier 100% Krypto, Feuriegel, 100% erlöstes Glumanda, Shiny Bidiza, Shiny Meltan. Sie sind zu spät, ist mir scheißegal. Sie sind eingestellt, Deutsche Bahn. So läuft das jedes Mal ab. Zellal ist auch schon gut vorbereitet auf den Staralili Sea Day. Der hat nämlich einfach schon 800%ige irgendwas, das meiste erlöst. Nicht alles erlöst, ein bisschen was erlöst. Nochmal Shiny Mewtwo, er hat auch immer, der schickt mir 50 Shiny Mewtwos und zwei nehme ich mit rein. Und zwar das, weil das halt so komisch in der Luft rumhängt und das lustig aussah. 100er Pikachu, 100er Vihorn, 100er Sonnenkern, Shiny Phlegmon, Shiny Onix, Shiny Pikachu. Mit Rauchtrick angelockt, wie du siehst. Shiny Relaxo. Oh. Welche Sofortattacke kannst du empfehlen, Kaiser Kai? Da das ja der beste Unlichtangreifer ist, mittlerweile, wäre es ja sinnvoll, die Sofortattacke nicht Drache, sondern Unlicht zu nehmen. Und er hat nur eine Unlichtattacke, nämlich Biss. Er kann irgendwie Drachenklaue, Puls, Odem als Drache und er kann Unlichtbiss. Also Unlichtbiss würde ich machen als Sofortattacke. Sören, musste mich jetzt erstmal setzen, ein einfacher Tausch, 100% Glücksscharnierer. Das sieht sogar cool aus mit dem Hintergrund, muss ich sagen. Dritter Account beim Sören, auch 100er Mewtwo mitgenommen. Ich glaube, mein Nachbar baut sich gerade einen Joint. Er hat auf jeden Fall schon mal das Paper ausgerollt und macht jetzt noch, naja, egal. So, Sören während des Sea Days aus dem Ei, 100er Payback. Und dann hat er Maxwell Monday gemacht. Das habe ich aber alles nicht mit reingenommen. Aber das, weil das ist wenigstens ein 100er auf Level 50, 4 Sterne, bester Kumpel Garados, was auch schon mega Garados war. Einen dicken Montag, Shiny Relaxo, elektrisierend, Shiny Pikachu, Sarina. Wie bei dir, Tausch ohne Glücksgedöns. Nur, dass ich etwas geknickt war, da es der falsche Account war. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das Lundo irgendwann doch den Großen erreichen wird. Der Kleine freut sich trotzdem. Grüße an Sarina. Flex. Grüße aus Leipzig. Ein Stand. Huhu, Meetup. Da gehen wir lieber schnell weiter. Sonst seht ihr nämlich hier im Hintergrund die Beine von der Frau. Und dann wird das Video gesperrt, weil es viel zu erotisch ist. Also schnell hier rüber. Marvin. Auch ein Schundo, Trigefalo, 50, Luigi, unfreiwillig das System ausgedribbelt. Hab ich auch noch nie gehört, ausgedribbelt. Zweimal die unendliche Brutmaschine, er gönnt sich's richtig. Wenn der kleine Account Glück hat, so sieht das dann aus. Twins World, hier ein Schlundo. Schlundo, Shiny Lucky 100, ihr wisst Bescheid, sieht gut aus. Luigi, hab nicht mal gewusst, dass man aus der Spezialforschung einen Shiny rausbekommen kann. Doch. Kannst du überall, die kannst du wild als Shinies bekommen, die kannst du aus der Forschung bekommen, aus der Feldforschung, aus der Spezialforschung, aus dem Raid, aus Eiern, ne? Hast du schon mal Bisaflor gebrütet, schreibt's mir in die Kommentare. Luigi noch mit dem 100er Carbador, nimmt man sehr gern mit, Andy Project, 100er Relaxo und ein Shiny Relaxo hinterher, nach dem 100er noch das Shiny heute. Tobi, der gibt schon wieder an, der sammelt hier heimlich Medaillen für Raid am Mittwoch und ja, ich hab's Ticket neu gekauft für einen Backup-Account. 30 Tage Bann. Guck dir das an. Das muss ich als Thumbnail nehmen. 30 Tage Bann. Seid ihr auch betroffen? Kennt ihr jemanden, der betroffen ist? Ich werde es immer zugefragt, aber ich spiele doch jeden Tag. Seht ihr das nicht oder was? Daniel Love hat... Ich habe aus der Level 43 Forschungsbelohnung den in Shiny bekommen, jetzt nach dem Event. Und was ist es? Ein Galapafloss. Richtig stark. Fehlt mir. Flapterix, Galapafloss habe ich beide noch nicht. Aluhut, Shiny Bronzel, Shiny Relaxo, Shiny Krebskorps, Meltan, Pikachu, Ditto, Griffel, Baldorfisch, alles pink. Ist so, es bleibt pink. 100% Glücks Capuno, Shiny Ladybar, da sind wir beim Chevy gelandet. Müsste man eigentlich auf 50 hochziehen. Einen Ditto Kaugummi auf 50. Wenn ihr genügend XL habt, macht das mal, weil wenn ihr das gegen irgendwas einsetzt,
dann ist das das Pokémon in 100% auf Level 50 und hat dann einfach mächtig viele brutale WP oder so. Seht ihr, wie viel das erreicht? Wenn ihr das Pokémon fangen würdet, als 100er kriegen würdet und auf 50 zieht, müsst ihr gar nicht. Wenn ihr ein Ditto habt, dann seht ihr schon alles. Jo, 100er Sengo noch hinterher beim Chevy, 100er Glumanda, mein Mädchen, wer schafft mehr? Chevilinchen, 7200 Schaden. Wer hat mehr? Habt ihr schon mal mehr? Haben wir nicht schon mal 14.000 Schaden gehabt sogar? Schreibt es doch mal rein. Elias zeigt uns auch sein dickes Shiny Relaxo plus ein Shiny Mewtwo. Tenyal hier auch, 100er Pikachu, Jack Shiny, Shundo Ditto, einfach so. Einfach so gegönnt, ne? Saß zu Hause, an der Home Arena, in der Haustür, im Keller, im Garten. Nordrhein-Westfalen, Düren, Jack Shiny, Krypto Shiny, Owei, 100er Radbratz, Krypto, also der hat's mit seinen Kryptos. Noah, hier nochmal Mewtwo in Shiny. Heiko aus dem Feldforschungsdurchbruch, da ist ja momentan noch Klick drin. Shiny Klick aus dem Feldforschungsdurchbruch, wieso nicht? Shiny Kamau, Shundo, Trigefano. Shiny, wie heißt er? Capoeira steht da dran. Dann das schlechteste Mewtwo, Anti 100, 2294 und das beste Mewtwo 100 mit Wetterboost, das man so rausziehen kann. Dann im Land vor unserer Zeit, in einem Land vor unserer Zeit, in der Pokémon Edition, finde ich, sieht auch richtig genial aus. Annika zeigt uns noch ihr Dusselgur, der Thomas Bo zeigt uns sein Pokémon Store, den er da hat einfach in der Stadt, sieht auf jeden Fall auch gut aus. Elbe Kaiser, 100er Bautz, 100er Sandan, 100er Bubida, 100er Kleinstein, Shiny Onyx, Shiny Stalos, zum Glück steht's dran, 100er Hunduster, Shiny Hunduster meine ich doch, Shiny Chanera, Shiny Mewtwo, Shiny Meltan 1 und 2, dann kommt der Natu-Sekt. Endlich habe ich dieses Pokémon in 100%, ich habe so viele 98er da, ich habe 4, 5, 98, ja, und jetzt das 100 da und dann auch noch in Shiny, da konnte ich mein Glück nicht fassen. Das werde ich nicht entwickeln, das wird so bleiben, habe ich direkt auf 40 gepowert. Yo, aber warum machst du den Ort weg in den Niederlanden? Dann, dieses Pokémon hat mir sowohl noch in Shiny gefällt, also in 100, und dann kriege ich es einfach als 100%ige Shiny, weil mir beides noch gefehlt hat. Richtig geil, da haben wir einfach die Worte gefühlt, als ich das bewertet habe, habe ich schon über das Shiny gefreut und dann noch das 100er heftig. Der Natu-Sekt und wieder ist der Ort weg. Aber 100% Shiny Weberak, geile Sache. Shiny Nummer 2, Meltan hier noch bei ihm, nimmt man mit. 91er Shiny mit Spukball, auch beim Natu-Sekt. Henry Nicky gerade aus dem Ei bekommen, 100er Bebek, ne? Jojo, richtig glätschelt, hab's geschafft, alle auf 50. Der hat 5 Shundos von Trigefalo auf 50 und ein Schlundo. Das letzte ist nämlich sogar glücklich und Best Buddy. Nimmt man mal mit, ist ja der beste Unlichtangreifer. Jetzt noch Biss drauf und dann passt das wieder. Genau 1000 Bonbons. Übrigens, bei den 3 Kapuno-Quests zählt auch Duodino. Jetzt frage ich mich gerade, warum ich das eigentlich mit reingenommen habe. Das ist einfach nur ein Shiny, wo wir schon 10 Millionen gesehen haben. Julian, hast du dich wieder reingemogelt. Dann Romai statt Owei. Romai hat ein Krypto-Shiny Owei hier bekommen. Und Agihalmi, mein täglicher Sporn. Ein Ninja Sengo. Das waren die Highlights. Jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Da ist der Schilling. Jetzt pass auf. Und zack. Der Schocker der Woche kommt diesmal vom Ricardo. Moin Ramon, vielleicht ja was Interessantes. Endlich auf Max gepusht. Und das ist ein Mewtwo. Ein 100% Mewtwo, ein Krypto Mewtwo in 100% mit Best Buddy Schleife 4724, ist leider gerade nicht als Buddy ausgewählt, sonst hätte der sogar eine orange Schrift WP-Anzahl und noch mehr WP als er hier schon hat. 100% Mewtwo ist auf jeden Fall eine richtig fette Sache, 100% Krypto ist gefühlt das fetteste, was es gibt, 100% Krypto Mewtwo. Ich wollte auch ein Krypto Mewtwo auf 50 pushen, aber ich habe keinen 100er. Mein 100er habe ich auf 50, aber ich habe keinen 100er Krypto. Aber ein 100er Krypto auf 50, wer hat das?
Kennt ihr, habt ihr auch ein 100er Krypto Mewtwo auf 50? Schreibt es mir in die Kommentare. Ist das auch Best Buddy? Welche WP erreicht ihr dann als Best Buddy? Schreibt es mal rein. Das ist auf jeden Fall fett, das fand ich stark. Und weil ja Mewtwo immer noch in den Raids ist und die ganze Zeit jetzt Mewtwo geradet wurde, wie blöd, habe ich gedacht, ist das der Schocker der Woche. Nicht vom McMaggie, obwohl mir das sehr gut gefallen hat, aber weil das jetzt noch zum Mewtwo passt und das einfach auch richtig brutal ist. 100% Krypto Mewtwo Best Buddy. Das war's von meiner Seite aus. Denkt an die Raidmania heute Abend, 18 bis 19 Uhr. Nehme ich eure Raid-Einladungen an, wenn ihr mit mir befreundet seid. Und ab 19 Uhr machen wir dann fix Abschluss-Raids, wenn da noch 2, 3 bei mir in der Nähe sind, mit meinen Freunden. Und heute kann ich wirklich keine Fremden nehmen, weil meine Liste voll ist mit 400. Wer fremd ist, der macht morgen mit ab 18 Uhr Raids für Zuschauer. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.